Ich habe jetzt hier einen Stummelfüßler vor mir. Also das letzte Mal habe ich einen vor 2 Jahren hier gesehen. Come on. Jump in. And get inspired. Guarda, guarda, aquí Vito. Todo bien, yo estoy listo con los árboles y voy a fotografiar unos bichos y después regreso. He copiado, Vito. Bueno, por la vida. Copiado, copiado. Okay, das ist auf jeden Fall mal ganz interessant. Ich habe jetzt hier einen Stummelfüßler vor mir, einen relativ primitiven Wiederfüßer. Und das ist auf jeden Fall ganz toll, den mal zu sehen, weil die hier ziemlich selten zu finden sind, leben ziemlich versteckt und sind gut getarnt. Und naja, man sieht sie kaum. Also das letzte Mal habe ich einen vor 2 Jahren hier gesehen. Und deswegen freut mich das wieder, einen hier zu sehen. Jetzt versuche ich mal ein paar Fotos von dem Tierchen zu machen. Ja, das ist gar nicht so einfach, den zu fotografieren, weil er sich ständig hin und her bewegt und keine Ruhe gibt. Aber ich bleibe dran. Und hier hat man ständig irgendwelche komischen Blätter im Weg, wo er sich drunter verkriecht und aus dem Blickwinkel dann verschwindet.